Kontrast ist der neue Kia Niro EV. Seit einem halben Jahr auf dem Markt ist die vollelektrische Variante von Anfang an die beliebteste. Und das ist Markus Borchert. Ratatatatat, die Not ist groß. Von Punk bis Pop beherrscht der Musiker alle Genres und mit der neuen Single Bankraub will seine Band Olympia richtig durchstarten. Für uns hat sich der Frontmann zum ersten Mal in seinem Leben für eine Woche hinter das Steuer eines E-Autos gesetzt. Dabei war ihm eine Karriere als Autotester nicht in die Wiege gelegt. Meine früheste Erinnerung an Autos ist eine eher unschöne, weil das erste Auto, auf das ich ewig lang gespart habe, das war ein Opel Astra. Den hatte ich original, nachdem ich ihn bekommen hatte, 3 Tage, hatte dann einen Wildunfall. Es war ein Totalschaden und ich brauchte 2 Jahre, bis ich wieder ein neues Auto hatte. Und damit hatte es Markus zu tun, der Kia Niro EV. Er bietet Platz für 4 nicht allzu große Personen und ordentliche 475 Liter Kofferraum. Die Ausstattung ist geradezu opulent, so ist sogar das Head-Up-Display serienmäßig. Das liegt daran, dass aktuell nur die Luxusausstattung Inspiration für gut 47.000 Euro bestellbar ist. Im Inneren wurde viel nachhaltiges Material routiniert verarbeitet. Die Bedienung funktioniert wie immer bei Kia einfach und intuitiv. Für E-Neulinge trotzdem überraschend. Der erste Kontakt mit dem Auto war so, dass ich mich reingesetzt habe, den Motor gestartet habe und gedacht habe, die Karre ist kaputt, weil ich einfach nichts gehört habe. Und das finde ich natürlich extrem geil. Unterwegs nutzt Markus die verschiedenen Funktionen des Autos gerne aus. Vor allem der Antrieb mit seinen 204 PS bietet alle Optionen. Von sportlich bis sparsam. Sport macht auf jeden Fall auf der Landstraße doch sehr viel Spaß, auf jeden Fall. Im Gro bin ich allerdings im Eco-Modus gefahren, da ich Bock hatte, dass ich damit weiterkomme. Sparsam ist der Kia allemal. Nur 16,2 kWh Normverbrauch sind wirklich wenig. Auch wenn die theoretische Reichweite von 465 Kilometern in der Praxis eher bei 350 Kilometern liegen dürfte. Geladen wird dann mit bis zu 72 kW. Wobei die Batterie vorgewärmt werden kann, was das Laden deutlich beschleunigt. Rund 35 bis 40 Minuten dauert es dennoch, bis der Akku wieder zu 80% voll ist. Musiker Markus legt dagegen Wert auf ein ganz anderes Feature. Das Harman Kardon Soundsystem hat mir sehr gut gefallen. Ich habe, um ein paar neue Demos zu hören, die Karre nachts halt ein bisschen ausgefahren. Fazit: Wenn Markus nächste Platte ein Hit wird, könnte er vom Dieselbulli auf ein E-Auto umsteigen. Vor allem auch, weil der hohe Einstandspreis auch im nächsten Jahr noch durch kräftige Förderung erträglicher wird. Das Fahren im Kia Niro EV hat Markus jedenfalls nachhaltig von der E-Mobilität überzeugt. Noch fährt es nicht selbst, bisher ist es nur eine Simulation. Das Fahrzeug Axi 2 von Asahi Kasei ist ein Technologieträger, es soll zeigen, was möglich ist. In praktisch jedem Bauteil steckt eine Innovation und praktisch jedes Bauteil ist aus Kunststoff. Das ist noch nicht besonders, wohl aber, dass bis ans Limit auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Die Polycarbonatkuppel wird aus CO2 hergestellt, theoretisch aus der Luft zu gewinnen und dann klimapositiv. Die Sitze sind aus PET, also alles an den Sitzen, und damit sind sie wie Getränkeflaschen recht einfach wiederzuverwerten, sollten sie mal ausgedient haben. Im Innenraum werden die Oberflächen teils aus bereits recyceltem Polyester hergestellt. Alles schon jetzt auf dem nötigen Standard der Automobilhersteller. Crashsicher, haptisch und optisch ansprechend und vor allem leicht. Und jedes Gramm praktisch, was wir heutzutage sparen im Fahrzeug, erhöht auch nochmal die Effizienz, die Reichweite, dass man das Batteriedesign kompakter, kleiner gestaltet und auch da wieder effizienter gestaltet. Man spricht ungefähr bei diesen Fahrzeugen von ca. 20% Gewichtseinsparung, was man praktisch durch Polycarbonat anstatt von Mineralglas verwenden kann. Und auch bei Fahrrädern tut sich was. Leichtbau wird wichtiger, damit auch das E-Bike von jedermann mal 3 Stufen getragen werden kann. Außerdem spielt Carbon im Rahmenbau eine Rolle, recht teuer und noch schwierig zu recyceln. Ein holländisches Start-up produziert aus Abfall daher gleich ein ganzes Fahrrad. Der Rahmen teilweise, die Felgen ganz aus recyceltem Material. In diesem Fall Netze aus der Tulpenzucht. Carbonrahmen oder Carbon-Autoteile können durch Spritzgussprodukte ersetzt werden, wie diese Sitzschale eines italienischen Sportwagens beweist.
Und wir haben jetzt hier das Material ersetzt durch ein Kunststoffmaterial, was im Prinzip durch die Topologieoptimierung, die wir durchgeführt haben, und die Rippenoptimierung die gleichen physikalischen Eigenschaften hat wie das Originalteil. Nur, dass wir hier ein voll recycelbares Material jetzt verwenden. Ob im Fahrzeug selbst, bei der Ladeinfrastruktur oder beim Zubehör, Kunststoff ist eigentlich kaum wegzudenken. Was fehlt, ist für die meisten Kunststoffe eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Technisch sind die Schritte für eine leichte und effiziente Zukunftsmobilität eigentlich schon gemacht. Jetzt heißt es umsetzen. Das ist der neue Genesis GV70 Electrified. Was? Schon wieder ein neuer Genesis, werden Sie sich fragen. Der wievielte ist das denn? Das ist der 8. Bekanntlich kommt die Marke jetzt in Europa auf den Markt. Es ist ja die Luxusmarke von Kia und Hyundai und rollt sukzessive ihre Modellpalette aus. Den GV70 kennen wir schon. Den gibt es als Verbrenner. Das hier ist die rein elektrische Variante. Und was der drauf hat, schauen Sie selber. Der Genesis Electrified GV70 ist ein typischer Mittelklasse-SUV. Im Gegensatz zum kleineren GV60 gibt es den GV70 auch mit Verbrennungsmotor. Aber schon 2025 will Genesis eine reine Elektromarke sein. Direkter Wettbewerber ist zum Beispiel der BMW iX3. Mit 4,71 Meter gleich groß und mit 63.700 Euro Grundpreis auch exakt gleich teuer. Die Genesis Designphilosophie nennt sich Athletic Elegance und soll Sportlichkeit mit stylischen Formen verbinden. Chefdesigner bei Genesis ist übrigens Luc Donkerwolke, der unter anderem schon diverse Bentley- und Lamborghini-Modelle in Form gebracht hat. Erkennungszeichen aller Genesis sind die Doppelreigen Quad-Leuchten und der Crest, genannt Kühlergrill. Innen gehen die Designer dann in die Vollen. Hochwertige Materialien, feine Oberflächen, interessante Details. Hier herrscht echtes Oberklasse-Ambiente ohne übertriebenen Adelsanspruch. Beim Raumangebot herrscht dann wieder Mittelklasse. Da die Plattform auch einen Verbrenner vorsieht, können die Packaging-Vorteile von E-Autos nicht ausgespielt werden. Dazu der wegen der Batterie höhere Unterboden, da langt der Platz halt knapp für 4. Das Kofferraumvolumen von 500 Litern geht dafür in Ordnung und die Anhängelast von 1800 Kilogramm sogar sehr in Ordnung. So, genug geguckt, jetzt wird gefahren. So, das erste Gefühl beim Fahren in diesem Auto ist das eines schweren Wagens. Er liegt sehr satt in den Kurven, Straßenlage, fühlt sich alles sehr schwer an, weil das Auto ist ja auch schwer. Es ist halt ein mittelgroßer SUV und mit einer fetten Batterie unten drunter. Und die haben sich sehr viel Mühe gegeben mit Leichtbau. Die Rohkarosse allein ist um 40 Kilogramm noch mal leichter geworden durch spezielle Maßnahmen. Aber wenn du dann 600 Kilo Batterie drunter hängst, spürst du das halt. Zweite Erkenntnis, ein Sportler wird das nie. Du hast Leistung ohne Ende, das ist völlig klar, 460 PS, ich meine. Und dann gibt es noch die Boost-Taste hier. Leistung ist völlig genug da, aber einfach durch die schwere Masse wird das nie ein sportliches Auto. Die Charakterisierung ist ganz klar ruhiger Gleiter. Und das kann das Auto großartig. Dazu dient auch ein aktives Geräuschunterdrückungssystem. Da wird also mit Schall und Gegenschall werden unliebsame Frequenzen rausgefiltert. Funktioniert ganz gut. Das Auto ist sehr leise beim Fahren. Alles fließt, alles ist ganz entspannt. So, wir sind ja hier unterwegs im Hochtaunus und zwar deshalb, weil man hier wirklich schöne kleine Sträßchen hat, wo man so einem Auto auch mal richtig auf den Zahn fühlen kann. Ich biege jetzt hier mal ab. Hier kommt so eine Strecke. Das sieht wirklich gut aus. So, und dann erstmal Beschleunigung. Okay, fühlt sich noch nicht so überlegen an, aber hier gibt es die Boost-Taste. Das funktioniert. 700 Newtonmeter Drehmoment. So, jetzt kommen hier die ersten Kurven. Mal sehen, wie die Lenkung funktioniert. Also ich meine, ein Sportwagen wird das nie werden, aber ja, passt ganz gut. Relativ gute Rückmeldung, halbwegs zielgenau.
Für so einen schweren, großen SUV ist das völlig in Ordnung, wie das hier funktioniert. Interessant ist aber der Federungskomfort. Der ist wirklich außerordentlich gut. Ich gehe nochmal hier rum um die Kurve. Das holpert wenig, weil das Auto über die Kamera die Fahrbahn ständig filmt und wenn es Unebenheiten erkennt, die Federung darauf einstellt. Also vorausschauend werden Federung und Dämpfung adaptiert. Also das ist, was nicht alltäglich ist in den heutigen Fahrzeugen. Das ist schon was ganz Spezielles und es funktioniert richtig gut. So, jetzt fahren wir diese Kurvenpassage. Das sind so 6-7 ziemlich enge Kurven zurück. Und das geht ziemlich bergab, also jetzt zählt auch die Bremse. Und ich bremse hier mal die erste Linkskurve an, passt. Bremspunkt ist sehr gut. Bei Elektroautos ist es ja manchmal das Umschalten zwischen Rekuperieren und tatsächlichem Bremsen mit der Bremsanlage deutlich zu spüren, ist bei dem Auto nicht so. So soll das sein. So, wir gehen nochmal links und Bremse, anbremse, Bremse, Bremse, rechts. Funktioniert gut, läuft für so ein fettes Auto, einwandfreies Fahrverhalten. Die große Stunde des Genesis schlägt, wenn es ans Laden geht. Dank modernster 800-Volt-Technologie sind extrem kurze Ladezeiten möglich. Laut Genesis dauert es von 10 auf 80% Akkukapazität gerade mal 18 Minuten. Das ist Rekordtempo. Also, kurzes Fazit. Ein aus meiner Sicht doch relativ teures Auto mit aber einer ganzen Menge wirklich exklusiver Features. Tolle Ladetechnologie. Also, ist eine echte Alternative in der Premium-SUV-Klasse.